굿텐 탁! 영화 읽어주는 남자 황인하. 오늘의 영화 게시프트 식설 우리가 캐는 운명 함께 봅시다. 1966년 독일 함부른광산 대학 등록금을 벌기 위해 파독광부로 일하게 된 한국 청년 민수. 독일에서 인종차별을 당하기도 하지만 광산주의 딸 미아의 도움을 받으며 희망을 찾아가는데요. 그럼 영어로 만나보시죠. Hey, da kommen ein Affe und ein Knochen rein. Bist du bereit, in den Boden zu gehen? Bereit? Wir müssen weinen, während ihr einen Steinschlag auf den Kopf bekommt. Feiglinge! Hey, Joni, geh und schlag ihn. Es lohnt sich zu sehen, wie er wie ein Kind weinen. Hey, ich frage dich, ob du Bettler bist. Wie sind deine Augen so richtig geworden? Sind alle Koreaner so arm und so? Hey, hören Sie auf. Sie müssen Manieren beibehalten. Worüber redest du? Warum lässt du dich in dem Gespräch ein? Du Sprechling? Finn, es ist okay. Lass uns einfach gehen. Kümmere dich nicht darum. Schnell. Kümmere dich nicht darum. Du kennst, wer ich bin. Carlos, was macht ihr denn? Sind Sie in Ordnung? Stehen Sie auf. Oh, danke. Sind Sie verletzt? Ihre Ellbogen bluten. Oh ja, mir geht es gut. Egal. Carlos, was machen Sie denn? Sind Sie verrückt? Warum belästigen Sie unschuldige Menschen? Mia, Sie sind nur Idioten. Sie haben kein Geld, keine Macht. Kannst du nicht sehen, dass wir uns auf verschiedenen Ebenen befinden? Lass es in Ruhe. Bitte hören Sie auf. Lass uns zusammen zum Haus des Regisseurs gehen. Ich habe einen Pass. Ach, es tut mir weh, obwohl ich nur es sehe. Geht es Ihnen gut? Ja, es ist in Ordnung. Sie müssen das nicht so machen. Nein, Sie arbeiten für unsere Meine. Übrigens hat Carlos immer Sie belästigt. Oh, das, ja, ich glaube, dass er mich nicht so mag. Übrigens, kennen Sie Carlos? Ja, er ist mein Verlobter. Sie kennen die Waldorf-Familie, oder? Die verdienen über 2 Generationen mit Waffen. Mein Vater hat für meine Verlobung entschieden, weil er glaubt, dass Geld und Glück proportional sind. Aber wie kann ich mein ganzes Leben mit jemandem verbringen, den ich nicht liebe? Das ist nicht das Leben, was ich möchte. Niemand würde eine Zwangsheirat möchten. Es muss ein anderes Leben geben, von dem sie träumen. Ich denke, das Leben sollte sich selbst entscheiden. Das Schicksal ist kein Zufall, sondern eine Wahl. Jeder hat das Recht, sein Schicksal zu wählen. Und natürlich bin ich nicht in der Lage, das zu sagen. Ist eine solche Lage festgelegt? Ich habe einen tollen Mann getroffen. Es wird schwieriger sein, in einem anderen Land zu arbeiten. Aber Sie haben sogar eine glänzende Überzeugung. Ich bin neugierig auf ihre Gedanken. Ich denke, Sie sind eine Person, die nicht leicht vorbeigehen kann. Wenn Carlos Sie wieder belästigt, sagen Sie es mir. Unbedingt. Vielen Dank. Ich habe heute zum ersten Mal mit Ihnen gesprochen, aber ich weiß, dass Sie sehr warm sind. Es ist lange her, dass ich so eine Person getroffen habe. Oh, es ist viel Zeit vergangen. Sie müssen morgen wieder arbeiten. Ich werde die Tür hier zuschließen. Sie müssen müde sein. Ruhen Sie aus. Ja, danke für heute. Ich glaube, es ist alles schon besser. Schönen Abend. Ich wusste dich es. Mia, was tust du jetzt? Warst du bei ihm? Ich habe nur die Wunde geheilt, die sie verursacht habe. Carlos, Sie sind noch nicht verheiratet, also seien Sie nicht als ob mein Ehemann. Sie sagte, Sie erinnern das Paar ganz richtig. Dann ist das genau. Ich möchte, dass meine Frau die Klappe hält, mir bald auf. Zwei.